Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen zu diesem kleinen Modding-Spotlight. Ja, ich möchte gerne die nächsten Aufnahmen für Stellaris gern machen, aber vorher möchte ich euch über ein paar Änderungen bei den Mods informieren. Und zwar, wir hatten anfangs diese Executor-Class, die mit drin war, dann diese Extra Galactic Clusters und was war es denn noch genau? Der Performance-Mod. Das waren die drei Mods, die ja die ersten drei Folgen, beziehungsweise ja gut, die ersten drei Folgen drin waren. Das habe ich ganz noch ein bisschen ergänzt. Und zwar, nicht, dass irgendjemand meint, ich cheate hier. Einmal kommt dieser Mod dazu: No Special Resources for Building Upkeep. Schlicht und ergreifend, ihr wisst ja, wenn ihr Gebäude updatet, dann schaut es in der Regel so aus. Ihr habt eure Kosten, die belaufen sich auf keine Ahnung was und dann zahlt ihr pro, ich glaube, Monat oder pro Tick, sagen wir mal pro Tick, hier eine Spezialressource pro Gebäude. Wenn jetzt die KI anfängt und die Bewohner wild durch die Gegend schubst, dann kann es durchaus mal dazu führen, dass eure Wirtschaft ein bisschen in die Knie geht. Ist mir auch schon passiert, deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, das etwas anders zu handhaben, nämlich indem ich diesen Mod benutze, der schiebt dieses Upkeep schlicht und ergreifend nach oben zu den Baukosten. Ähnlich dann, wie es früher war. Ihr habt dann eure Baukosten in Zeit, Mineralien und am Ende das Zehnfache der Spezialressource, was es bisher gekostet hat, habt allerdings nur noch einen Abgieb von Energie ohne die Spezialressource. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, da kann man jetzt diskutieren, ob das ein Cheat ist oder nicht. Ich tue mir da ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, allerdings bei den Mechaniken, die sie da eingebaut haben, ja, manchmal funktioniert es schlicht und ergreifend nicht, wie sie sich das dachten. Von daher finde ich das eigentlich eine recht gelungene Lösung, ohne dass man gleich schreit, das ist Cheaten. Ja, so 100% begeistert von der Lösung bin ich auch nicht. Allerdings ist es für die Mechaniken, so wie sie momentan implementiert sind, ist es schlicht und ergreifend sinnvoll. Ein zweiter Mod, der noch dazu kommt, ist hier Military Ships No Mineral Upkeep. Warum? Ganz einfach. Militärschiffe auf der Erde brauchen, ja, ich sag mal jetzt sehr viele Ersatzteile, müssen immer wieder versorgt werden und so weiter und so fort. Gehen wir das Ganze dann mal im Raum an, dann wird das Ganze nicht mehr so einfach. Dann brauchen wir zwar Energie zur Fortbewegung. Die bleibt auch in dem Fall. Allerdings die ganzen Nachrüstungen, Umrüstungen und größere Reparaturen, die mit Bordmitteln nicht zu erledigen sind, die müssen dann später in der Werft erledigt werden. Und ähnlich ist es ja dann auch bei Stellaris. Ihr habt eure Upkeep-Kosten in Energie für die Fortbewegung. Allerdings alles, was irgendwie mit Upgrades, mit Reparaturen und so weiter zu tun hat, das zahlt ihr ja so oder so in der Werft. Also da werden ja so oder so Legierungen fällig. Das heißt, ja, dieses Minerals Upkeep ist meiner Meinung nach ein Logikfehler, den ich jetzt hier durch ein bisschen ausbügel. Ja, das ist Änderung Nummer 2 und ich glaube, ansonsten hat sich da nichts getan. Diese Extra Galactic Clusters. Sind ja auch noch da. Finde ich einen recht interessanten Mod, den hatten wir aber vorher auch schon. Aber bloß mal so, dass ihr die ganzen Geschichten mal seht, die ich hier verwende. Also da habt ihr dann durch den Mod hier so einen externen Cluster, der nur durch Sternentor oder durch Wurmloch erreichbar ist. Und ja, auf der Basis dann eben hier so ein kleines Reich bildet, das ja kaum zu erobern ist, wenn man es richtig macht. Ja, dann Executor, wo ist er denn? Ja, die Executor muss ich glaube ich nicht erklären, wem oder zu wem, zu was die gehört. Ist ja recht selbsterklärend, wenn man es sieht. Ist ein recht großes Schlachtschiff, das werde ich maximal drei, viermal bauen. Halt dafür, man sieht es hier schon, ist die ganze Nummer eigentlich zu mächtig. Also eine voll ausgestattete Executor hat 70k Waffenleistung.
Da kommt die KI nicht gegen an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt hier im Tutorial-Gameplay überhaupt, verwenden werde. Bloß, ja, dass ihr es mal gesehen habt. Performance Mod ist klar. Den kann ich eigentlich mal deabonnieren. Der funktioniert so oder so nicht mehr. Da hatte ich meine lieben Schwierigkeiten noch in den alten Versionen. Das funktioniert jetzt besser. Ja, Star Trek New Horizons wird demnächst, soweit ich das mitbekommen habe, wieder abgedatet. Da gab es letztens eine Twitch-Veranstaltung dazu. Jo, und dann haben wir es. Dann würde ich sagen, das war erstmal das Spotlight. Und dann, ja, ihr Lieben, sehen wir uns im nächsten Video zu Stellaris wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Sesam.